In this last lecture of today, we are coming back to that what we had 2 hours or 1 hour ago here. We are coming back to Bakunin. We are coming back to the main topic, which is the Slav Congress. And we are coming back to a historian, because historians are important for history. And this is a special one. It's Josef Fitzner. Josef Fitzner is one of the few historians being öffentlich hingerichtet in the age of 44. For that what he has been doing as a politician being a historian. This is not the story of Stefan Lehr, but it is part of it. Because Stefan Lehr has a project, which is, this is an edition, of texts by this particular historian who became the Veits mayor of Prague during the protest. And he was a good historian as a professional historian, but not as a politician. And as I said, this brings us back, and I have to find what I have to say about Stefan Lehr, that he comes from the University of Münster, where he got his PhD, or was it in Düsseldorf? In Düsseldorf. And since 2019, he is working for the Federal Institute for the Culture and History of the Germans in Eastern Europe in Oldenburg. And out of his rich work, based on primary sources dealing with this man, Josef Fitzner, is the background of his story, and for the next 20 minutes, bringing us back to the topic which belongs to the picture. Vielen Dank, dass Sie noch aufmerksam sind und Tag. Der sudetendeutsche Historiker Josef Fitzner hat in den 1930er Jahren 2 unpublizierte Manuskripte. Bin ich das, oder? Ist es nicht? Ist es laut? Okay. Er hat 2 unpublizierte Manuskripte verfasst, einen Aufsatz unter dem Titel Entstehung und Bedeutung des Slawenkongresses von 1848, den Fitzner 1933 auf dem 7. Internationalen Historikerkongress in Warschau gehalten hat. Sowie ein Buchmanuskript, die Blütezeit der altslawischen Bewegung von 1760 bis 1918, sind 180 Seiten und das Buch hört aber das Manuskript 1948 auf. Und auf diese Texte wurde ich eben aufmerksam im Zusammenhang mit der Arbeit an dem Petitionsprojekt, an dieser Korrespondenz zwischen Hirsch und seinem Lehrer. Zwischen Fitzner und seinem Lehrer Hans Hirsch. Und darauf will ich im ersten Teil der Präsentation eingehen. Und ich würde zunächst aber doch auch noch was zu Fitzner sagen, auch wenn schon Herr Adler, der selbst ja auch zu Fitzner publiziert hat, schon eine Information genannt hat. Hier in Prag ist die umstrittene, ja tragische Persönlichkeit bestens und unrühmlich bekannt. Und dies vor allem aufgrund Fitzners Engagement für die Sudetendeutsche Partei in den 30er Jahren, also seit 1935 war er Parteimitglied, und für die NSDAP ab 1938-39, sowie seine Aktivitäten als stellvertretender Primator Prags in der Zeit des Protektorats im Zweiten Weltkrieg als Kavalisator. Karel Rusa hat einmal zu Fitzner geschrieben, er gehöre mit Konrad Henlein und Karl Hermann Frank zu den größten sudetendeutschen Negativfiguren im kollektiven tschechischen und historischen Bewusstsein. René Küppler bezeichnet Fitzner in seiner Biografie Franks als eine Art Hofhistoriker der sudetendeutschen Partei. Zur Rolle Fitzners als Politiker liegt inzwischen ein umfangreiche Forschungsliteratur mit detaillierten Quelleneditionen vor.
Darüber hinaus gibt es die Biografie von Alena Mischkova und Detlef Pankers, inzwischen auch in tschechischer Übersetzung. Hier wird auch auf den Privatmenschen und Historiker Fitzner eingegangen. Während der Politiker und die Persönlichkeit das Bild eines egozentrischen und von sich selbst überzeugten Nazis vermittelt, werden ihm als Historiker für sein Frühwerk auch einige Leistungen zuerkannt, was insbesondere auf diejenigen Arbeiten zutrifft, die keinen Bezug zu den deutschen Böhmen haben. Darunter, also Fitzner stammte aus Petersdorf bei Krönau, also wo Petrovice und Krönau war, also in dem österreichisch-schlesischen Teil, und sein erstes Buch ist eben die Nachbarstadt Zugmantel. Dann hat er eben seine Habilitation über das Breslauer Bistumsland in der vorböhmischen Zeit geschrieben und hat dazu eben auch in Breslauer Archiven lange gearbeitet, hat da schon polnisch gelernt und hat dann zwei Arbeiten zur osteuropäischen Geschichte, eben diese Biografie zum Großfürsten Witold, Witautas vorgelegt, die auch gleich ins Litauische übersetzt wurde, also ein Erfolg war, und sein Buch zu dem revolutionären Bakunin, das 1977 nochmal als Neuauflage erschien. Und er wäre sicherlich nicht ohne diese Leistung zum 29 eben zum außerordentlichen Professor für osteuropäische Geschichte an der Deutschen Universität ernannt worden und hatte dann eben, bis er zur ordentlichen Professor ernannt wurde, 35, diese Phase der Ungewissheit. Und es ist interessant, dass seine ganzen Propagandagerichtungen, also er radikalisiert sich und seine Schriften werden immer mehr zu Propagandaschriften. Und wir haben eigentlich ab 35, was danach kommt, ist alles, wird immer mehr propagandistisch und eben weniger wissenschaftlich. Und wie gesagt, dieser Einschnitt ist, er kriegt 35 die Professur und ist dahingehend abgesichert, während er davor schon Rücksicht nehmen muss, auch wie er sich äußert, weil er, wenn er in der Tschechoslowakei an der staatlichen Universität einen Lehrstuhl haben will, das natürlich über das Kultusministerium läuft. Genau. Und gleichzeitig hat er eben mehrere Berufungsverfahren laufen. Und er hat das Problem, er wird 29 Professor für osteuropäische Geschichte, das ist ein neu eingerichteter Lehrstuhl, und er hat ja bis dahin, er ist eigentlich Mittelalter, Historiker, Wirtschaftsgeschichte, Siedlungsgeschichte, und er hat dieses Buch zum Erwachen der sowjetischen Deutschen bis 1848. Und da ist natürlich schon diese sudetendeutsche Perspektive, also deutsch-national. Bei anderen Arbeiten zu Bakunin, zu dem Großfürsten Witold, die sind eigentlich sehr objektiv. Und bei diesem Buch zu den Sudetendeutschen, also das nationale Wachen der Sudetendeutschen, sozusagen das Gegenstück zum tschechischen Wiedergeburt, also diesem Narodnyo Borzeni, da hat er natürlich vertritt Positionen, die wir als deutsch-national vertreten würden. Und es ist halt die Frage, mit der Zeit radikalisiert er sich. Aber das ist auch interessant zu beobachten. Also er hat dann hier in diesen Schriften 26 zum ersten Mal zu den Sudetendeutschen und eben auch zu 1848. Und er kommt dann zu diesem Thema mehrmals zurück. Also auch 1934 erscheint dieser Aufsatz zur nationalen Politik der Deutschböhmen, also er führt und propagiert diesen Begriff der Sudetendeutschen stark und bemüht sich sozusagen auch darum, ein sudetendeutsches Geschichtsbewusstsein unter den deutschen Böhmen zu vermitteln.
und eben dann diese Schriften zu Bakunin, wo es eben auch um 1848 und den Slawenkongress geht. Dann komme ich eben zu der Korrespondenz und sage eben, also Hans Hirsch, der österreichische Medievist, wurde 1918 an die Deutsche Universität in Prag berufen, noch vor dem 28. Oktober, also vor der Republikgründung, war dann bis 26 Professor für Medievistik, aber österreichischer Staatsbürger. Und 26 ist er wieder zu Wien, nach Wien zurückgegangen an die Universität und wurde Direktor des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. Dort befinden sich jetzt auch heute die Briefe von Pfitzner an Hirsch. Und in Prag, im Archiv der Akademie der Wissenschaften, befinden sich eben die Briefe von Hirsch an Pfitzner und auch seine Manuskripte, wobei eben Pfitzner viel mehr Hirsch geschrieben hat. Also der Schüler schreibt seinem Lehrer und Hirsch gibt ihm eher Tipps, Hinweise, wie er sich für seine Karriere verhalten soll. Und in diesen Briefen bin ich also auf diese Hinweise zu Pfitzners Arbeiten zu den Slawen, zu dem Slawenkongress gestoßen. Und interessanterweise in der Biografie von Alena Michkova und Detlef Brandes werden diese Texte weder genannt noch erwähnt, also nicht verarbeitet. Und das erste oder der Impuls für Pfitzner zur Auseinandersetzung mit dem Slawentum, also für 1848 ist es natürlich schon in seinem Buch von 1926, aber es war eben diese Arbeit von Jaroslav Bidlo, der eben 1927 eine Geschichte der Slawen, des Slawentums publiziert hat. Und die wurde zum Auslöser, dass er sich mit diesem Thema des Slawentums beschäftigt hat. Und bei Bidlo, der war eben Professor an der Tschechischen Universität für Geschichte der Slawen und des Balkans. Und er war, also Bidlo war noch von diesem Neoslawismus Gramsci aus der Vorkriegszeit geprägt und hatte eben schon 1911, ich glaube im Anschluss an den zweiten Prager Slawenkongress von 1908, hat er eben Jesse Czasopis Historiecki hat da einen Beitrag geschrieben über die Geschichte des Slawentums als Ganzes. Und da bejaht er eben die Frage, ob es eine Geschichte des Slawentums als Ganzes gebe. Es solle nach Kriterien gesucht werden, die in der Geschichte der einzelnen slawischen Nationen bei allen gleich gewesen seien, sowie diejenigen Komponenten herausgearbeitet werden, die von einer gemeinsamen, einheitlichen und verwandtschaftlichen Entwicklung zeugen. Und 1927 hat er dann dieses Buch publiziert und da fragt er eben, was alle Slawen in ihrer historischen Entwicklung gemeinsam haben. Der Zweck einer solchen slawischen Geschichte, den Zweck sah Bidlo in der Bestimmung des Sinnes der slawischen Geschichte, also sozusagen eine Philosophie der slawischen Geschichte, wollte er schreiben. Und ein erster Schritt zu diesen philosophisch-geschichtlichen Gedanken sah er eben in der Definition und Periodisierung der slawischen Geschichte. Und dieses Konzept hat er dann 1933 auf dem 7. Internationalen Historikerkongress in Warschau, wie ich auch Pfitzner war, modifiziert vorgestellt in dem Vortrag, was ist osteuropäische Geschichte, also nicht mehr, was ist slawische Geschichte. Und er hat eben sein Konzept dahingehend geändert, dass er, also Bidlo ging von Kultur- und kirchengeschichtlicher Entwicklung als entscheidenden Faktor aus und von Kulturkreisen und von einem europäischen kulturellen Dualismus. Osteuropa sei die griechisch-slawische Kulturwelt, neben der es eine romanisch-germanische gäbe. Die osteuropäische Kultur
sei durch die orthodoxe Religion geprägt worden und Tschechen, Polen, Slowaken, Slowenen, Kroaten und Lausitzer Sorben gehörten nach dieser Kategorisierung zum romanisch-germanischen Kulturbereich, da sie nicht orthodox waren, während die Rumänen zur osteuropäischen Welt zählten. Dieser Vortrag und eben auch seine davor publizierte Publikation zur Geschichte der Slawen, die sind eben auf scharfe Kritik von Fitzner gestoßen, aber man muss dazu sagen, auch von anderen tschechischen Historikern, also Jan Slavik, Josef Pekas, haben das kritisiert und auch polnische Historiker Marceli Hanselsmann und Oskar Halecki. Und Fitzner, der Vorwurf war halt, dass er Iglo eben einfach die Geschichte der einzelnen slawischen Nationen nebeneinander erzählt habe, anstatt sie wie angekündigt einheitlich zu schildern. Und eine solche konkurrente Darstellung aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungen der einzelnen slawischen Nationen hielt Fitzner eben für nicht möglich und er negierte zu diesem Zeitpunkt die Existenz einer slawischen, aber auch einer germanischen Rasse. Hob andererseits oder unüberbewertete aber die Rolle der Deutschen als Kulturpioniere im östlichen Europa. Genau. Okay. Und dann haben wir 32 mit ihm angesprochen, die Entstehung, diese Arbeit an dem Manuskript zur Entstehung und Bedeutung des Slawenkongresses von 1848, die natürlich auch in Folge mit den Bakunin-Studien vor allem entstanden ist, weil Bakunin eben am Slawenkongress teilgenommen hat. Und da geht er also auf Teilfragen ein. Interessant ist, also ein neunseitiges Manuskript, aber leider fehlen zwei Seiten. Also es ist eine Rekonstruktion, trotz alledem. Also Fitzner geht auf viele Teilfragen ein, aber die Hauptfragen sind, ist eben diese Frage nach dem Urheber des Gedankens eines Slawenkongresses von 1848. Diese Frage sei eben bis zur Gegenwart nicht eindeutig beantwortet worden. Kroaten, Slowaken, Tschechen und Polen erheben die Ansprüche. Naja, und Fitzner hätte eben aufgrund von neuen Archivalien, Funden und Auswertungen erkannte er den Posener Polen und unter ihnen Moraczewski den Primat an der Idee zum Slawenkongress zu. Und er begründete das halt argumentativ dadurch, dass eben die polnische Frage im Vormärz international im Vordergrund gestanden hätte und eben nicht die ungarische Frage. Und das eben aufgrund des Wirkens der polnischen Emigration. Und dass eben nur ein Hauptprogrammpunkt der Forderungen der europäischen Demokraten war eben diese Wiedererrichtung Polens und oder die Lösung eben oder die Wiederherstellung Polens. Und dies würde, oder es war klar, dass es bedeuten würde, dass ein liberaldemokratisches Westeuropa gegen das konservative, autoritative Russland sozusagen einen Krieg führen müsste. Und er bemerkt eben einen Wandel in diesem Bild, dass zunächst mal die Posener Polen den Hauptfeind in Russland gesehen haben und eben auch mit den demokratischen Deutschen, die als Verbündete gesehen haben. Und erst als dann die Frankfurter Frage kam, die deutsche Nationalversammlung, als die Deutschen dann auf einmal Posener Gebiet haben wollten, dann hätte sich die Stimmung unter den Posener geändert. Und Fitzner sagt, dass diese deutsche Frage in Posen früher als in Böhmen wirkte und also stärker war und dass dort der nationale Kampf eben früher entbrannt ist und dass eben das Nationalkomitee in Prag war zunächst mit Deutschen und Tschechen besetzt und in Posen hätten wir von Anfang an ein deutsches und ein polnisches Nationalkomitee und die hätten schon am 25. März heftig miteinander gestritten. Und bis in Böhmen habe der nationale Friede bis zum 10. April gehalten. Naja, und dann beruft er sich eben auf den Brief von Moraczewski an Franiszek Brauner,
Hier datiert er ihn noch falsch, also hier geht er aus von Ende März, spätestens Anfang April. Wir wissen, ne, es war am 23. April, das bringt so ein bisschen seine ganze Konzeption eigentlich durcheinander. Später in dem Manuskript nimmt er aber das richtige Datum und ändert aber letztlich nichts an der Konzeption. Und er beruft sich darauf, dass Brauner nach der, Eröffnung beim Mittagessen eben einen Toast auf Novacevski gesprochen hat und ihm für die Idee dieses Laden-Kongresses gedankt hat, dass er sie gehabt hätte und das wäre die einzige öffentliche Äußerung gewesen, der also diese Idee gehabt hätte. Andererseits sagt er aber auch, Witzner, dass es eine wichtige Rolle spielte, dass sich Anfang April namentlich in Wien von den dort sich treffenden und verbrüderten slawischen Deputationen eben, dass das eine wichtige Rolle spielte für diese Idee. Und natürlich, dass der im Vormärz sei der Boden für die Aufnahme eines solchen Gedankens, insbesondere in Wien, vorbereitet gewesen. Bei der Durchführung des Planes ist dann zentral und wichtig aus Witzners Sicht die Rolle von dem Sorbenjan Jordan, dass es eben nicht unter der unmittelbaren Einwirkung und Führung des Slowaken Ludovit Stur zur Durchführung des Planes kam, sondern die war er eben mit Jordan gegeben, der am 28. April in Prag eingetroffen ist. Und Jordan wird selbst also positiv dargestellt. Das ist interessant, auch andere dieser Aktivisten werden eigentlich von ihm positiv dargestellt. Also Jordan, der sich als Schriftsteller und Verleger und als Lektor der slawischen Sprachen an der Leipziger Universität einen geachteten Namen erworben hatte, versammelte am 29. April zum ersten Mal Vertreter der meisten slawischen Völker um sich und am 30. April fand bereits die erste Komiteesitzung statt. Jordan teilte mit, dass ihm aus Posen geschrieben worden sei, dass sich 40 bis 80 Teilnehmer von dort beim Kongress einfinden, worin Witzner wieder einen Beweis für seine These sah, dass man sich in Posen am nachhaltigsten für den Kongressgedanken oder mit dem Kongressgedanken beschäftigt hatte. Dann hat er mehrere allgemeine Informationen zum Kongress, die uns eigentlich jetzt nicht verwundern. Der Zweck war eben rein defensiv gegen Demonstrationen gegen Frankfurt. Zwei politische Programme, Ausbruchslawismus und Föderation aller freien slawischen Völker. Konservativ-bürgerliche Tschechen und Südslawen sind in der Hauptsache für den Ausbruchslawismus. Die mehr demokratisch gesinnten Polen und ein Teil der Tschechen und Slowaken propagieren die Idee einer von der Existenz Österreichs absehenden gesamtslawischen Föderation. Er betont die Eigenentwicklung in den einzelnen slawischen Nationen, nicht diese Gesamtentwicklung. Ein Punkt ist ganz wichtig, der kommt halt auch in allen Arbeiten vor. Die berufen auf das Naturrecht und das historisch-rechtliche Begründung, also das böhmische Staatsrecht. Und da ist ein zentraler Punkt, dann sagt er, nicht nur die Deutschen begründeten ihre Forderungen naturrechtlich und historisch-rechtlich, auch die Polen verlangten Kraft Naturrechtes die Vereinigung aller Polen in einem neu zu bildenden polnischen Reich. Und Kraft historischen Rechtes wollten sie die Deutschen Posens, die Ukrainer, Litauer und andere nicht preisgeben. Ähnlich die Tschechen. Sie strebten die nationale Freiheit im Rahmen Österreichs an, erweckten aber zugleich die Idee des böhmischen Staatsrechts zu einem neuen Leben, sodass den Deutschen der böhmischen Länder der Anschluss an das neu erstehende Deutsche Reich verwehrt wurde. Also das ist seine Position. Jetzt habe ich den Punkt mit Windischgrätz, Herr Adler gedrängt, aber... Dann sagen Sie das Windischgrätz und sein Bombardement auf Prag noch. Genau. Also, aus Witzners Sicht oder diese Frage, oder gab es einen Zusammenhang zwischen dem Pfingstaufstand und dem Slawenkongress bzw. der Niederschlagung. Und aus Witzners Sicht, oder Witzner sagt eben, bisher haben die Forschungen mit großer Bestimmtheit behauptet, es habe keinen Zusammenhang zwischen Pfingstaufstand und Slawenkongress bestanden und der Kongress habe sich Österreich gegenüber loyal verhalten. Und Witzner sagt eben, in beiden Punkten wird man den gegenteiligen Behauptungen Windischgrätz mehr Glauben schenken dürfen. Und das begründet er eben damit, dass
Namentlich in der polnischen und der tschechischen Sektion wurden doch auch radikal-revolutionäre, österreichisch feindliche Reden gehalten, so dass sich die tschechischen radikalen Demokraten Prags angefeuert und geschützt fühlten. Und letzter Satz. Genau. Damit bin ich aber noch nicht durch, aber ich sage, und eben diese Behauptung, also dass sich der Kongress gegen Österreich zum Teil illoyal verhalten habe, die sei unter anderem auch darin bestätigt, dass es doch eine stärkste Zumutung an das ja noch bestehende Österreich bedeutete, dass die außerösterreichischen Slawen, namentlich die Posener Polen, zum Kongress als vollberechtigte Mitglieder zugelassen wurden, ja sogar der Posener Vorsitzende der polnischen Sektion wurde. Demnach verhandelten Ausländer auf dem Boden Österreichs über Österreichs künftige Verfassung, über seine Stellung zum Deutschen Bund und zu anderen Grundfragen der österreichischen Politik. In den Debatten der polnischen Sektion wurde darüber hinaus viel so gesprochen, als ob Österreich nicht mehr bestünde und nur die Wiederherstellung des alten Polens, also mit Einschluss Galiciens und Krakaus zu verhandeln wäre. Und dann, das ist der letzte Satz, die Protokolle der polnischen Sektion haben die polnischen Teilnehmer, konnten die sicherstellen, und die Untersuchungskommission hatte keinen Zugang dazu. Und deswegen konnten sie das nicht beweisen, und die wurden dann, oder Fitzner sagt es, die erst 1925 in Lemberg dann der Forschung zugänglich gemacht wurden. Auf die Arbeit zum Slawentum von Fitzner, also ein Manuskript, Buchmanuskript, kann ich leider jetzt nicht mehr eingehen. Leider nicht. Sie haben es in der Hand. Okay, dann vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das ist der Beleg, dass sich in einer solchen Konferenz die Themen auch in Kreisen verschließen. Erinnern Sie sich an Milan Lavatschka, als er anfing, in seiner Reihe 1 davon zu sprechen, dass es Historiker gab, die gesagt haben, wir können dazu nichts sagen, weil die Quellen sind noch nicht da. Jetzt haben wir die andere Seite. Der sagt was dazu, und die Quellen hat er vielleicht auch gefunden. Und das, was über ihn gesagt wurde, nimmt das nicht zur Kenntnis. Und Herr Richtig sagte mir, ja, weil da auch vieles nicht stimmt. Und jetzt sind wir genau bei dem Thema, was uns hier in doppelter Hinsicht mit dem Slawenkongress verbindet. Nämlich die wissenschaftspolitische Entscheidung, sich dazu zu äußern, Fitzner, und die wissenschaftspolitische Notwendigkeit, sich dazu zu verhalten. Und das sind in den Gesellschaften oder in den gesellschaftlichen Umfeld, in denen das in den Anfang der 30er Jahre geschrieben wird, das ist der Kontext. Und wenn dieser Text, den Sie jetzt gefunden haben und auch edieren werden, mit dem Kontext zusammengebunden wird, dann haben wir das, worüber wir hier, vielleicht wenn die Kraft noch da ist, noch ein paar Minuten diskutieren sollten, weil es viel von dem wieder einfängt, was wir in den letzten anderthalb Tagen hier schon gesprochen haben. Und so gesehen ist es eigentlich eine gute Idee gewesen, dass man über Historiografiegeschichte wieder zur Realgeschichte zurückkommen kann, wenn es auch am Beispiel von Fitzner passiert. Fragen? Alle sind müde. Herr Richtig, kommen Sie morgen nochmal? Ja, sicher. Es tut mir leid, aber ich muss gehen. Alles klar. Ja, bitte. Diese Arbeit von Wisłowski von 1927, glauben Sie, da ist kein Mann, diese Protokolle publiziert von politischer Sektion. Wir sprechen immer. Wir waren aber 28 bei einem Polen, 33 bei einem Polen, und wir haben die polnische Literatur gelesen. Er war auch in dieser internationalen Organisation für Osteuropa-Historiker. Also er hatte kein Problem mit Kontakten. Also er berichtet 28 über seine Warschau-Reise positiv. Und interessant ist auch, oder ich habe ja kein Fazit mehr sagen können, und also dieses Manuskript zu den Slawen ist ja nicht erschienen. Und wie können wir das erklären? Fitzner hat auch eine Geschichte Polens geschrieben, die nicht erschienen ist, mit der
weil die einfach, also dieses Buch, das konnte ich jetzt auch nicht zeigen, also an diesem Buch zu der slawischen Nationalbewegung, hat er ja in den 30er Jahren kontinuierlich gearbeitet. Und er schildert letztlich die ganzen Nationalbewegungen der einzelnen slawischen Völker. Und die schildert er weitgehend objektiv, sogar mit Sympathie und Anerkennung. Und natürlich wäre so ein Buch, genauso wie seine Geschichte Polens, wo Piłsudski als großer Heerführer der Militär, also als positiv dargestellt wird und das dann später im NS-Staat sozusagen nicht mehr, insbesondere dann im Zweiten Weltkrieg, hätten diese Bücher so nicht publiziert werden können. Das ist die eine Seite, andererseits ist es natürlich diese deutsch-nationale Position und Fitzner argumentiert halt immer so, also er kennt diese Forderungen der Tschechen eigentlich an, also hat auch kein Problem mit, ne, dass die ihre eigene Sprache und Kultur pflegen, das können auch die Slawen machen, aber er sagt, und da kommt die Politik ins Spiel, weil im Grunde genommen diese Forderungen der Deutschen von 1848, dass man eben, dass die Deutschen Kreise bilden und eine Autonomie, oder diese Frage der Autonomie war ja in den 30er Jahren dann wieder für die zu wählende deutsche Partei zunächst mal akut. Also er sagt halt, das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen in Böhmen wurde eben unter Berufung auf das böhmische Staatsrecht den Deutschen in Böhmen verwehrt. Und naja, da kann man drüber nachdenken, ob er nicht in irgendeiner Form, also wenn man es ganz neutral sieht, also wenn, oder es ist einfach dieses Problem, oder diese Argumentation der Tschechen und der Deutschen, dass es automatisch zum Konflikt kommt und wenn da kein Einigungswille ist, dann. Also, ja. Eine Frage, die daran anschließt, wenn er sich als Osteuropa-Historiker positioniert und sagt, die Westslawen in den germanischen Raum integriert. Wie verhält er sich denn zu dem deutschen Projekt von 1848? Also tritt er im Grunde für einen, oder nutzt er seine Position als Osteuropa-Historiker, sich nicht zu positionieren, weil, was du gesagt hast, tendiert er zu einer aufzeichneten Reichsgedanken und zu einer Hegemonie. Aber akzeptiert er den Nationalstaatsgedanken oder weicht er dem aus für 1848? Also da ist er natürlich, eher aus deutscher Sicht, haben die Deutschen natürlich das Recht, sich selbst zu bestimmen und selbst zu entscheiden, wie sie sich organisieren wollen. Und das würde zu dieser Zeit heißen sozusagen, dass die Deutschen in den Randgebieten einfach abstimmen können und entscheiden können, wie sie sich organisieren wollen, so wie die Tschechen das machen können. Ich meine jetzt nicht die Deutschen in Böhmen, ich meine die Deutschen in der Frankfurter. Ja, natürlich, diese deutsche Nationalbewegung ist er natürlich, hat er als Deutscher Sympathien für. Also er ist ja nationalbewusst. In welchem Rahmen? Also im nationalstaatlichen Rahmen oder eher in einem Reichsrahmen? Ja, und das ist natürlich so ein bisschen schwammig. Und da kommen natürlich auch die politischen Forderungen. Also in den 30er Jahren zunächst mal, wer hätte er sich wahrscheinlich mit so einer Autonomie oder eben diese, eigentlich war ja diese Forderung so eine Gleichstellung, dass man eben nicht als Minderheit, also er fühlte sich immer so ein bisschen, und das merkt man halt in der Korrespondenz, er schreibt über die Vergangenheit, aber es ist genauso eine für ihn eine aktuelle politische Sache. Aber ich weiß nicht, wer das war, heute über den Tag sagte, das wäre so wie Sirpik. Ja, genau. Und in der Tat, wenn ich mich jetzt recht erinnere, das ist 25 Jahre her, dass ich mich damit befasst habe, hatte Sirpik auf Fitzner einen relativ großen Einfluss. Weil die Idee von Ritter von Sirpik war, es gibt ein Haus der deutschen Geschichte, in der es mehrere Wohnungen gibt. Eine österreichische und eine deutsche. Und seine Bemühung war, dort auch noch eine Sudetendeutsche dazwischen zu stellen. Genau. Ja, da leitete er das ab. Also das ist jetzt nicht aus einer Reichsdeutschen auf Sudetendeutsch, sondern aus einer österreichischen Erweiterung von Sirpik in Richtung deutsch-böhmisch als Teil Österreichs. Ja, und nicht Reichsdeutsch. Das bringt ihn dann später in Konflikte, 1938, als er Reichsdeutsch agieren muss, obwohl er eigentlich aus dieser Tradition kommt und sein Lehrer
der ja von Wien nach Prag und wieder zurückgegangen ist, hat ihn darin eigentlich wahrscheinlich auch eher bestärkt, als in diese reichsdeutsche Richtung zu gehen. Also das ist das, was ich, Sie werden das viel besser wissen als ich, aber das ist das, was wir gehört haben. Aber ich habe auch noch eine Frage. 1928 gibt es in Berlin etwas, was man die deutsche Historiker, die russische Historiker auch genannt hat. Da kamen 12 bis 15 sowjetische Historiker, inklusive Herrn Pakrowski, für eine Woche nach Berlin, um zu sagen, was ist das jetzt mit dem Bild in der russisch-sowjetischen, wie auch immer, Geschichte. Ich bin mir relativ sicher, dass Pfitzner, obwohl er damals noch relativ jung war, davon was gehört haben muss. Weil 5 Jahre später redet er genau darüber auf dem Weltkongress der historischen Wissenschaften in Warschau, worüber es dann einen Artikel von Piotr Wandlitsch gibt über die Beadlaw, Handelsmann, wer war der dritte? Haletzky-Debatte. Weil in die greift er auch ein. Und diese 5 Jahre zwischen dem Besuch der sowjetischen Delegation in der Weimarer Republik und dem Auftritt in der Debatte über osteuropäische Geschichte, in die ja jetzt nicht die russische, sondern sowjetische eingebunden ist, da klafft bei mir ein großes Loch. Da habe ich nichts gefunden. Das wäre meine Frage an Sie. Haben Sie aufgrund dessen, was Sie jetzt bekommen haben, ad fontes, die Möglichkeit, etwas zu sagen darüber, ob er das mitgeschnitten hat oder nicht? Ich würde noch zu dem davor ergänzen wollen. Pfitzner hatte 35, hat er von einem sudetendeutschen Stamm und einem sudetendeutschen Geschichtsbewusstsein geschrieben und wurde vom Reich, von Hermann Aubin, wurde der für Separatismus kritisiert. Und also er hat schon aus dieser böhmischen Perspektive gedacht und hat sich eben auch als Deutscher in Böhmen gefühlt. Diese Sache mit. Also er hat zum Beispiel seine Bakunin-Biografie, hat ihn der sowjetische Historiker Steklov geschrieben, hat sein Bakunin-Studium gelobt, aber Pfitzner berichtet sehr positiv über diesen Austausch mit diesem sowjetischen Wissenschaftler. Also eigentlich unvoreingenommen. Es ist alles vor 33 gewesen. Ich würde sagen, der war da, also der Pfitzner hatte bei Hans hier studiert und sein Freund und Mitstudent war Emil Franze. Und Emil Franze war in der Zwischenkriegszeit in der sowjetendeutschen Sozialdemokratie. Und in den Briefen wird weiterhin an Hirsch wird immer von Emil Franze geschrieben. Und Emil Franze der war nicht nur Parteimitglied, sondern der hat in Parteizeitungen der Sozialdemokraten publiziert. Pfitzner war natürlich nationalistischer eingestellt, aber ich will sagen, er hat diesen Kontakt er hätte ja nicht über ihn an Hirsch berichtet, wenn er damit ein Problem gehabt hätte, also mit dem Sozialdemokraten Kontakt zu haben. Also wir haben, glaube ich, gelernt, dass ein breites Oeuvre eines relativ jungen an sein Lebensende gekommenen Historikers auch den Prager Kongress beinhaltet. Ja, wir haben Zuckmantel bis zur polnischen Geschichte, wir haben die Baupas, aber wir haben eben auch diesen Kongress. Und dieses jetzt herauszuholen und hier einzubringen, ist aller Ehren wert, aber es hineinzubinden in die etwas größere Geschichte relativiert die Bedeutung dieses Kongresses in dem Werk dieses sehr jung gestorbenen oder zu Tode gebrachten Historikers. Ich glaube, das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Er war 44, das heißt kein ausgereifter und seit 38 auch sehr politisch eingebundener Mensch in dem Amt, sozusagen sich selbst politisiert. Ich glaube, es passt in die Geschichte mit hinein und es passt auch gut am Ende eines solchen Tages darüber nachzudenken, aber es ist eben kein Exklusivforscher über den Prager Kongress gewesen, sondern ein Auchforscher. Und das müsste man, glaube ich, im Hinterkopf behalten, wenn man über Pfitzner und 1848 in Prag nachdenkt. Das wäre mein Fazit. Und jetzt würde ich sagen, raus an die frische Luft. Vielen Dank, Herr Lehr. Und morgen früh um 9 geht es weiter. Vielen Dank.